Hi Leute, das ist Sano hier und willkommen zu einem neuen Video zu Star Wars Outlaws. Und ich zeige euch heute, wie ihr relativ schnell, also ihr werdet schon ein bisschen Zeit im Game verbringen können, aber das alles hier ist noch absolut Early Game und ihr könnt an eine richtig geile Ausrüstung kommen. Ne? In Star Wars Outlaws gibt es auch, wie in manchen anderen Games, Ausrüstungen oder Sets, die ihr tragt, die euch generelle Boni geben. Ihr aber spezielle Boni verleiten, wenn ihr mehr Teile des Sets oder in dem Fall das komplette Set tragt. Wir werfen mal ganz kurz einen Blick drauf. Und zwar seht ihr hier, das ist die Bandorische Überlebenskünstlerrüstung. Und beziehungsweise hier die Jacke. Und mit der fangen wir an. Die verringert durch den durch Blaster und Schusswaffen erlittenen Schaden. Heißt, ihr habt da schon mal eine deutlich bessere Defensive. Das Erleiden von Schaden unterbricht die Gesundheitsregeneration von Bakterfiolen nicht mehr. Heißt, ihr könnt Damage nehmen und könnt euch dabei heilen, ohne dass es zurückgesetzt wird bei einem Treffer. Der Holster bzw. der Gürtel, mit dem kann man mehr Bakterfiolen tragen. Das heißt, man hat mehr Bakterfiolen dabei, um sich zu heilen. Und stellt beim Erleiden von tödlichem Schaden die Gesundheit komplett wieder her. Das heißt, ihr habt so ein Second Life, was auch sehr, sehr nice ist. Die Hose, die Bandorische Überlebenskünstlerhose, hat die Perks drauf. Der durch Explosionen erlittene Schaden in der Hocke beim Rollen oder Rutschen wird enorm reduziert. Heißt, ihr könnt rutschen und ausweichen, wenn eine Explosion, wenn eine Granate ist oder so. Und ihr bekommt deutlich weniger Schaden. Und erhöht das Heilungstempo von Bakterfiolen. Das heißt, ihr habt nicht nur mehr Bakterfiolen dabei, um zu heilen, sondern die heilen auch schneller und werden nicht mehr unterbrochen. Was aber sehr, sehr geil ist, wenn ihr alle drei Teile tragt, dann bekommt ihr einen richtig geilen Perk. Komplett geleerte Gesundheitssegmente regenerieren sich nun langsam mit der Zeit. Das ist vorher nicht der Fall. Ihr müsst immer eine Bakterfiole schlucken, um euch zu heilen. Aber hier mit dem Ausrüstungsteil, wenn ihr alle drei Teile tragt, regeneriert ihr ganz langsam über Zeit eure Lebensenergie. Sehr, sehr geil und besonders geil im Early Game. Deswegen solltet ihr, ja, meines Erachtens schon darauf aus sein, dass ihr die schnellstmöglich farmt. Dafür müsst ihr so einige Sachen beachten. Wie ihr genau daran kommt, zeige ich euch gleich. Aber die wichtigsten Sachen wären, ihr müsst ein bisschen auf euren Ruf achten. Schaut, dass ihr, besonders wenn ihr gerade anfangt, dass ihr bei Crimson Dawn so schnell es geht auf den ausgezeichneten Ruf kommt. Weil ihr braucht Crimson Dawn auf ausgezeichnet, um einen Teil davon zu kaufen. Den Ashiga-Clan, den ihr auch bald kennenlernt, dort solltet ihr schauen, dass ihr zumindest auf gut landet, was nicht so schwer ist. Aber beim Crimson Dawn, beziehungsweise ich habe es ein bisschen verpeilt und musste da ein bisschen nacharbeiten. Aber wenn ihr von vornherein schaut, dass ihr Crimson Dawn ein bisschen mehr Zuwendung zeigt, dann dürftet ihr das deutlich schneller erreichen als ich. Also wie gesagt, ne, behaltet das im Auge, Crimson Dawn auf ausgezeichnet. Guckt, dass ihr die Missionen da in die Richtung prügelt. Und Ashiga Clan mindestens auf gut. Und das andere Teil lässt sich einfach so erwerben. So, und jetzt zeige ich euch, wie ihr da rankommt. I could offer you a little more. Exclusive to Crimson Dawn. Thanks. You can thank the Dawn for that. There's one ruling law everywhere in the galaxy. I came here trying to get away from all. Oh, I've seen it before. So how'd you end up? Short story.
Sure. I'll... Thanks a lot. Anytime you... Nice. This is prime stuff, I tell you. Keep it coming, okay? Bye for now.